Boah, die Sonne, die knallt aber richtig in die Fresse. Meine Nase läuft. Läuft bei mir. Und willkommen zu einem weiteren Motovlog. Ein seit Ewigkeit kein Motovlog mehr Motovlog. Ihr seht hier, es ist Winter. Und wie ihr seht ihr mein Motorrad. Ich habe die Story schon gepostet auf Instagram. Mein Motorrad ist wieder angesprungen. Die Batterie habe ich jetzt geladen. Lag vorher auf jeden Fall dran, dass der Sprit leer war, und dann habe ich die Batterie leer gehabt. Ja, so ein ewiges Hin und Her. Jetzt gucke ich mal, wie gut springt jetzt an. Ja, guckt euch das an, Mann. Oh, die sind auf Meilen eingestellt. Zack, Kilometer. So, ich habe jetzt folgenden Plan. Ich wollte jetzt zur Tanke fahren. Und dann, wenn ich... das fühlt sich doch so geil an, Mann! Wenn ich getankt habe, dann wollte ich noch Luft prüfen. Damit jetzt mal vollgetankt und mit passendem Luftdruck und so wieder stehen kann. Jetzt die nächsten Tage soll es noch viel kälter werden. Wir haben es jetzt... heute Morgen waren es minus 7 Grad. Jetzt müssten es so minus 2, minus 3 Grad noch sein. At least die Sonne scheint. Das gibt einem ja Hoffnung. Also es kam jetzt ja... der letzte Motovlog kam Mitte Oktober, glaube ich. Also seit Mitte Oktober kam nichts mehr von mir. Das tut mir auch mega leid. Ich hatte einfach keine Zeit zu fahren. Dann fehlt mir so ein bisschen die... Sachen, über die ich labern könnte und so. Also ich war so ein bisschen, keine Ahnung, einfallslos. Ja, und dann kam halt jetzt das schlechte Wetter und so dazu. Und die Sonne geht halt schon unter, wenn ich Feierabend habe. Heute habe ich früher Feierabend, deswegen habe ich da Glück gehabt. Deswegen dachte ich mir, ergreife ich die Chance, früher Feierabend, kann ich eine Runde drehen, kann euch so ein bisschen mitteilen, was so Neues gibt. Also, ein paar Leute von euch haben ja den Stream gesehen, oder die Streams, die haben so ein bisschen was erfahren können. Wie gesagt, ich habe für dieses Jahr einiges geplant. Ich werde da noch Videos zu machen, auf jeden Fall, was ich so geplant habe für dieses Jahr. Für die es auch brennend interessiert, die müssten mich einfach mal auf Instagram verfolgen. Wenn ich dann mal wieder einen YouTube-Livestream mache, den kündige ich da an. Da kläre ich euch eigentlich immer ganz gut auf, was so geplant ist und so. Und da könnt ihr mir auch immer Fragen stellen. Alter. Ich dachte irgendwie, meine Hände wären kalt oder so. Aber das Einzige, was gerade bei minus 2 Grad eiskalt wird, sind meine Beine. Ich habe unter der Lederkombi noch eine Jogginghose. Läuft bei mir. Aber genauso unten an den Waden und an den Knöcheln, bis dahin ging die Jogginghose nicht. Das war irgendwie ein bisschen alles so eng und ja, ihr wisst ja, was ich meine. Es hatte nicht so funktionieren wollen, wie ich es gern gehabt hätte. Alter, ey. Also ich werde in diesem Video nichts überholen. Es sind Minusgrade, ich fahre wie ein Rentner. Ich will nur tanken, Luft drauf machen und eventuell ein paar Bilder machen. Die Sonne steht nämlich so richtig geil. Genau, ihr könnt ja auch mal unter diesem Video, das hatte ich schon im Livestream immer besprochen und so, ihr könnt ja mal in diesem Video für 2019, wenn ihr da so Ideen habt, was ich unbedingt machen muss dieses Jahr, wo ich unbedingt hinfahren muss dieses Jahr, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich lese alle Kommentare, wenn ihr mir auf Insta schreibt, ich antworte immer.
Ja, also genau, ich hatte zum Beispiel auch geplant, eine Tour dieses Jahr eine Tour zu machen. Oder bin ich im Moment am Plan? Steht noch nichts zu 100% fest, aber runter nach Süddeutschland und Österreich wäre so der Plan gewesen. Da müsst ihr mir auch mal schreiben, wer da so herkommt von euch. Also ich habe echt so ein bisschen Respekt vor Glätte auf der Straße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke auch die ganze Zeit schon, ob irgendwo, sag ich mal, was reflektiert auf der Straße, dass ich sehe, dass da irgendwie nass oder so gefroren sein könnte. Ich habe da echt Respekt vor. Aber wie gesagt, Larifari. Die Tankstelle ist übrigens schon hier vorne. Ja. Mache ich erst Luft drauf oder tanke ich erst? Das ist eine gute Frage. Ich mache jetzt Luft drauf, ganz gediegen. Guck mal, hier ist zum Beispiel schon, seht ihr, warte mal, ich zeige euch das gleich mal. Hier sehen Sie Eis. Läuft. Ist auf jeden Fall super gut, dass da Eis ist. Das Teil ist auch schon so ein bisschen eingefroren. Ja. Ja, ich würde sagen, da kann man echt gut seine Scheiben entsorgen mit dem Eiswasser. Oh, jetzt habe ich natürlich... Ach, hier komme ich... Nee, da komme ich nicht dran. Ich muss noch ein Stück vor. Auf Anhieb will das echt nicht funktionieren. So, zack. Vorne komme ich schon mal hin. Hinten. Dann braucht das ein bisschen voll ist wieder. Oh Mann, das ist der Vlog random. So. Lucille, meine Liebe, du musst jetzt einmal bitte zum Tankdingsbums mich kutschieren. Wenn ich sowieso schon hier bin, ne? Lass ich mal ein bisschen Geld hier. Ich klaue nicht nur Luft hier. Zack. Einmal bitte voll machen. Der letzte Tropfen geht immer auf den Tank. So, ich gehe jetzt einmal rein. Bezahlen. Setz den Helm dafür ab. Bis gleich. So, bezahlt ist die Kacke. Auf geht's. Wahnsinn. So, ich fahre mal hier links. Boah, ich hätte den Zaun von Lucy so vermisst, ne? Wundervoll, wundervoll. Und hier lang. Der Sound, den kann man halt auch einfach mal vermissen. Der ist einfach so toll. 10 von 10 bis hier. 10 von 10. Boah, die Sonne, die knallt aber richtig in die Fresse. Meine Nase läuft. Läuft bei mir. Ja, den Stand der Dinge habt ihr erfahren. Abonniert mich auf Insta, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, der hoffentlich nicht ganz so bald weg ist, aber jetzt sollen die Temperaturen noch weiter sinken. Also, ich kann nichts versprechen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi! Thank you.